So, hallo und willkommen zur letzten Folge der heutigen Aufnahmesession. Wir bereiten unseren Bauaktionen, sage ich mal, vor. Da muss man natürlich jetzt schon mal schwer überlegen, was man alles an Materialien braucht. Wir brauchen auf jeden Fall eine hohe Anzahl an Fallenmaschinen. Was würdest du sagen, Max? Soll ich mal so 20 Maschinen schon mal machen oder eher 30, 40? Für die nächste Base? Ja. Also ich würde 30, 40 sagen. Ja, auf jeden Fall. Okay, 30, 40. Okay, dann lege ich los. So, Zahnräder. Brauche ich Eisenbahn, Stück Eisen. Dann brauchen wir natürlich Massen an Metall. Denke ich. Ja. Wasser, ein Baum. Bitte was? Massen, Bäume. Ne, erstmal. Ich sehe jetzt schon mal auf jeden Fall Masse an Metall, weil ich ja die ganzen Maschinen bauen muss. Ihr habt die Katapultbomben gebaut, gell? Dirk. Jo. So. Da brauche ich Stückeisen. So. Dann machen wir mal 39. 4, 5, 6, 7, 8. 900 Katapultbomben haben wir. Nochmal ein Stück Eisen. 900. 1000. Wie viel verbrauchst du in einer Nacht, Dirk? Ganz viele. Hast du jetzt schon welche rein oder waren noch welche drin? Ich habe noch, waren noch welche drin. Aber ich habe noch 9 reingetan. 9 Stacks? Nee. 9 Stück. Ja, dann brauchen wir, was ist die? Quadrat? In der Nacht so um die 600. Was ist das mit den Bolzen? Hast du da welche rein? Plastik. Da habe ich gar keine mehr von zurückgetan. Bei Bolzen haben wir nur, keine Ahnung, 1200 drinnen. Ja, davon brauchst du auch nicht ganz so viele. Ja, okay. Meistens sind die Katapultbomben. Okay, na gut, du isst. Aber hier in der Umgebung gibt es schon mal kein Eisen mehr. Das habe ich mir gedacht. Ich bin mal einfach immer rumgelaufen, aber ich... Dann müssen wir woanders. Wir haben nämlich, wenn ich das so sehe, haben wir vom Eisenerz nur noch einen einzigen Stack jetzt. 99, ja. So, warte ein bisschen. Ich hab aber. Ne, muss. Achso. 11 Eisenbarren habe ich noch. Das heißt, wir bringen um die 100 Eisenbarren von. Nicht so viel, gell? Na, ich bin jetzt gerade Kupferdraht am Produzieren. Geh gerade mal gucken, ob ich hier irgendwo noch was finde. Wir haben ja echt alles weggebootet hier. Wie sieht's denn mit Stein aus, wenn wir umziehen? Was für Stein? Normaler Stein? Ja. Felsbrocken haben wir noch 5, 6 Stacks. Also das dürfte reichen normalerweise. Normaler Stein haben wir 3,5 Stacks. Also das ist nicht so viel, da braucht man... Den kleinen Stein meinst du, ne? Nein, den normalen Stein. Den normalen Stein, okay. Der nur Stein heißt. Das braucht man eigentlich nur dann, wenn wir auf Eisen aufrüsten, ne? Auf jeden Fall bin ich gerade unseren kompletten Kupfer an Verheizen für Kupferdraht, aber damit komme ich hin. Das sollte man eigentlich unter der Treppe auch noch haben, glaube ich. Ne, habe ich alles schon verbraucht. Wirklich? Wow, okay.
Das ist der letzte Kupfer, den wir haben, den ich jetzt gerade hier. Ja, 40 Maschinen sind 40 Maschinen, ne? Ja, damit kommen wir natürlich nicht sehr weit, aber es ist ein Anfang. Papa, weißt du, was mir gerade auffällt? Was denn? In 2 Wochen eigentlich die scheiß Zahnspange raus. Yay! Ja, soll ich mehr Maschinen machen? Wenn du sagst, damit kommen wir nicht sehr weit. Aber ich kann gar nicht mehr machen. Ich sehe gerade, ich habe nur noch 10. Schau mal jetzt links von dir. Da sind die, das ist eine Flammenwerfer und eine Balliste. Du jetzt legen, weil da sind 2 Fallmaschinen dann drinnen, bitte. Ja. Nee, macht keinen Sinn mehr zu machen. Ich mit dem Kupfer, den wir nur noch haben, kriege ich noch 3 Maschinen gebaut. Mehr nicht. Ja, und da hinten sind noch 2. Da haben wir noch. Also soll ich die kaputt machen? Ja, zlingen. Also soll ich die 3 noch machen? Ja. Noch Eisenbahn dabei. Oh, da ist noch rohes Fleisch. Oh, ich weiß aber nicht, ob ich da dran komme. Dann müsstest du fast wahrscheinlich eine Treppe bauen. Ja, man kann dann mit einem gezielten Sprung kann man über die Wände balancieren. Ne? Und die kann sowieso weg. So, dann schalten wir das mit da an. Wie schaut es da aus? Die da hinten ist Brachmais, gell? Okay. Okay, das heißt, wir müssen. Ja, ich habe die 3 Fallmaschinen noch gebaut. Okay. Der Lea bringt ja auch noch 2 mit, gell? Ja. Da oben sind wir voll. Ich hab keine. Keine. So. Also überlegen wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall brauchen wir Fußböden, also Fundamente. Da brauchen wir Holz und dann wärst du schnell. Und diese hängt davon ab, na gut, diese Bahn, also Ranken. So heißt denn genau, Holz also, und Baumstämme und Ranken. So, jetzt gucken wir mal. Ranken haben wir ja Massen. Also das ist kein Problem. Da haben wir. Den kriegt man beim Holzfällen ja sowieso. Ja? Eben, das ist Massen an Stacks. Baumstämme haben wir definitiv. Zu wenig. 1, 2, 3, 4, 5. Achso, 4 Stacks haben wir. Das ist 400. Ja, da kommen wir schon Zeit los, gell? Seile. Ja, ich warte. Lass mich eins nach dem anderen gucken. So, wenn ich 400 Baumstämme habe, wie viele Fußböden könnte ich theoretisch damit werden? Ja, da kann ich ja keine, Massen mitbauen. Nein, so ist es nicht, weil du brauchst für einen Fußboden brauchst du 22 Holz und 28 Holz. Nee, plötzlich ein Holz und ein Holzbrett und ein Seil. Für diese Böden. Nee, ich meine jetzt ein Fundament. Entschuldigung, habe mich falsch ausgedrückt. Da brauche ich ja 2 Baumstämme und Ranken. Also von daher, das kriegen wir auf jeden Fall hin. So. Ja, das kriegst du automatisch, die Ranken. Ja. So, ich baue mal jetzt einfach ein Fundament, ein einziges. Einfach nur, um zu gucken, was brauche ich zum Aufrüsten. Weißt du, was ich meine? Deswegen habe ich mal die Türen gebaut, ne? Ja, genau. Das war ja keine doofe Idee. Ganz im Gegenteil. Also von daher, das mache ich jetzt genauso. Ich mache jetzt einen einzigen Fußboden. So. Wenn ich den upgraden will, dann brauche ich Ziegel 4, Beton und Nägel.
Auf Stein müssen wir den ja. Im Ziegel haben wir 82, also ein Stack 99 plus 32. Also wenn ich was meinst du, wie viele Fundamente brauchen wir? 40? Na, mehr. Mehr, 80? Ja, sowas. So 80, also brauchen wir ja quasi mal 4 Stein, also Ziegel, brauchen wir also demnach 360 Ziegel. Wir haben 120, das heißt 240 Ziegel müsste ich theoretisch bauen. Okay. Dafür brauche ich den Stein, ne? Ja. Ich versuche schon Stein mitzubringen. Wirklich? Ja, wirklich. Ja, wir reden ja jetzt erstmal nur von Fundamenten, muss man ja auch sagen. Ne? Ja, Wände kommen ja auch noch dazu. Das ist keine Sache, die so jetzt einmal von... Wollte ich auch noch Holz mitbringen, oder? Nee, sieht nicht danach aus. Also ich bin ja dran. Ich bin ja dran, mir Übersicht zu verschaffen. Weil ich suche gerade Eisen, also kann ich auch Stein direkt mitbringen. Ja, das mache ich dann auch dann gern, bis ich es sehe. Weil jetzt kann ich da eh nichts machen. Oh, viel... Ach, da ist wieder Eisen. So, ich gucke jetzt mal, wie viel habe ich jetzt? So, ich habe jetzt 330, also ein bisschen muss ich noch machen. Was, 330, was hast du? Dings, Ziegel. Okay. Wir hatten schon noch einige Sandsteine, so ist es nicht. Ja, ja. Ist auch noch nicht aufverbraucht. Also von daher, wir haben wie noch gesagt, einen Stack haben wir Stack. Noch. Okay. Aber das wird dann für die Wände nicht reichen, denke ich. Also das ist der Punkt. Für die Fundamente reicht das, aber nicht für die Wände. Ja, wir sollten auf jeden Fall Stein farmen. Farmen, farmen, farmen. So, jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal für die Wände, also für die Fundamente theoretisch schon mal genug. So. Also, das waren schon mal Steine. So, dann Beton. Baue ich ja dann auch 360 Beton. Das haben wir. Okay. Ich glaube, haben wir ja. Das haben wir so gerade. Und was war der dritte, was wir brauchten? Teil, glaube ich. Nägel. 360 Nägel. Ja, das ist ein Hammer. Das ist sicher gerade immer. Ja, ein Stück Eisen haben wir ja auch Massen. Also das dürfte auch kein Ding sein. Fertig haben wir jetzt nur 76. Da müssen wir noch 300 Nägel machen. So. Und ich meine, wir reden immer nur jetzt nur von den Fundamenten, gell? Wir reden und immer noch von den Fundamenten. Exaktement. Exaktement. Ist da drüben. Wobei man ja auch sagen muss, wir können ja eh nicht alles auf einmal bauen. Wenn wir jetzt schon mal für die Fundamenten ausgerüstet sind, sind wir ja schon mal ein gutes Stück weit. Ja, das ist aber, was die Base wächst ja dann eigentlich auch mit dem Bauen, also mit der Anforderung. Ja, absolut. Weil, absolut. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht im Kopf, wie wir es bauen. Das heißt, dann müsste man hinsetzen, so wie zum Beispiel dieser Floating Base, da haben wir hingesetzt und einen Plan gemacht. Und genauso sollte man es dann mit diesem machen. Ja, man muss im Prinzip diesen Hof erstmal komplett mit Fundamenten aus Holz, sage ich mal, ausstatten. Nicht zwingend, also nicht den ganzen halt, ne? Sondern nur da, wo dann die Fallen, wo der Fallengang ist oder die Fallengänge oder so, ne? Ja, ich hätte jetzt gesagt, wir machen den kompletten Hof voll mit dem Fallengang. Ah! Ist zu viel. So viele Fallen haben wir ja gar nicht. Ja, aber dass man halt anfangen kann zu planen, wäre das ja eigentlich. Ja, irgend sowas. Ne,
die Fundamente des. Ja, dann weiß man wenigstens, wie groß das Gebiet ist, meine ich. Weißt du, was ich meine? Naja, du darfst eins nicht vergessen, wenn man zum Beispiel Fallen, wie zum Beispiel diese Pendelfallen, am Boden stellt, ganz normal, dann hast du keinen Boden zum Aufrüsten, zum Reparieren. Das heißt, dieser Sparterhaufen. Nee, das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, wenn man den Boden schon mal mit Fundamenten komplett auslegt, dann weiß man ja schon mal, wie groß das Gebiet ist. Und dann ist es ja leichter zu planen, weil man ja weiß, mit welcher Größe man planen kann. Das meinte ich eigentlich. Ja, wie gesagt, müssen wir uns einen Plan machen. Yep. Bisschen Gedanken. So, Ziegel. Und Beton. So, ein paar brauchen wir ja auch, müssen wir ja auch im Metall upgraden. Das wird sein. So, Upgrade. Da brauchen wir auch Nägel. Also würde ich sagen, da mache ich nochmal für. Also wir haben ja jetzt geplant für 100 Fundamente, ne? Oder habe ich jetzt was falsch im Kopf? 80, aber. 80 Fundamente. Ist es wurscht, weil dann haben wir schon was für die Wände, das passt schon. So, dann haben wir, brauchen wir sicher 20 im Metall, würde ich sagen. Das heißt, wir brauchen dann nochmal 40 Nägel. Ja. Halt, Nägel war da. Was für eine Materialschlacht, ey. 40 Nägel. Das kommt erst. Ja, ich finde es schon heftig. Aber man sieht, wie gut wir materialtechnisch ausgestattet sind, wenn man hier sieht, weil ich mal eben das hier für die Fundamente alles wir auf Lager haben. Ne? Das will ja schon was heißen, finde ich. So, dann brauchen wir 40 Eisenplatten. Ja, das haben wir locker. 69, ja. Also die haben wir. Und wir brauchen 60 Stahlstangen. Ah, die haben wir nicht. Die dürfen wir nicht haben. Haben wir gerade mal 18. Ja, das ist ein Problem mit den Stahlstangen immer. Ja, die verbrauchen echt viel Material. Die werden nämlich aus Eisenbahn gemacht. Dann schon gehe ich nochmal an den letzten Stack. Weil ja irgendjemand immer das Material in die falschen Kisten macht. Ich weiß es nicht. Fertigmaterial gehört unter der Treppe, Leute. Was für Material? Fertigmaterial. Ja, wie Stahlstangen, Draht, gehört alles unter der Treppe. Ja, vielleicht habe ich das falsch verstanden. Eisenbarren, in der eine gehört wirklich nur Rohmaterial. So, jetzt habe ich 31. Das heißt, mir fehlt noch 10 Stahlstangen. Dann habe ich die auch zusammen. Jetzt klebst du noch. Ich lebe noch, ich sammle noch. Bin also zwar ein paar Mal angegriffen worden, aber ich lebe noch. Angegriffen? Ja. Soll denn Alea zu dir kommen? Ich weiß nicht, ob Alea nicht. Ist Alea bei dir oder ist Alea nicht bei dir? Ist bei dir? Ja. Bei ihm. Ah, okay, alles klar. Dann hast du aber noch einen Schutz. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Ich weiß, wo Max ist. Den sehe ich nämlich. Was? Siehst du ihn von der Schrift her? Mhm. Da bist du hinter dir. So, und Äste gehören in die zweite Kiste. Kommt jetzt da ein Monster, oder? Also, ich sehe dich nicht. Ich sehe sogar die Base. Du bist jetzt sehe ich dich. Aber wenn du da bist, bin ich schon wieder woanders. So. Am Berg. So, also für Wände haben wir, für Basisbausteine haben wir schon mal genug Material.
Also für die. Für den Untergrund, oder? Meinst du? Ja, für Basisbausteine. Okay. Ich hab's jetzt mal absichtlich mal so genannt. Ja, passt schon. So, ich wollte jetzt auch Steine klopfen. Steine klopfen. Steine klopfen. Steinbruch. Haben ein paar Steine, glaube ich. So, Baumstamm, Ranke. Davon haben wir ja definitiv genug. So, dann brauchen wir noch mal 10 Nägel. Dann machen wir noch mal ein paar Nägel. Nein, diesmal gehen wir zur richtigen. Zement 10. Wird gemacht aus Kalkstein, okay. Aus, aus Kaltstein? Genau. Skalpstein. Skalpstein kann auch sein, ja. So. Ich bringe aber nur einen Haufen Steine mit, gell? Ja, sehr gut. Ziegel brauchen wir 20. Bearbeiteter Stein brauchen wir auch 20. Aber bearbeiteter Stein haben wir ja Massen. Da haben wir auch 2 Stacks. Da haben wir mehr ist genug. Ja, genau. Ja, da brauche ich jetzt auch nicht drüber nachzudenken. Echt jetzt? Ja, sie soll sich endlich entscheiden, weißt du? Heißt Bär. So. Das brauchen wir für die letzte Stufe. Brauchen wir nochmal 20 Nägel. Ich lerne es nie. So, ich habe mal alles um die Base herum Stein leer gemacht. Steinfrei. Ich werde auch müde. Wieso? Weil ich dutzendste Mal jetzt schon Nägel an der falschen Stelle produzieren will. So. So, dann brauchen wir nochmal 30 Eisenplatten. Die haben wir auch noch. Und nochmal 40 Stahlstangen. Boah! Unten! 40 Stahlstangen ist kein Dreck. So, ich komme mit Material. Und ich hab den Schatzbären abgehängt.
Schön, dass er abgehängt hat, er kommt gleich schon hinterher. Töten? Ja, glaube ich nicht. So, wo bist denn du? Da hinten. Ihr legt die Steine. Rein. So, das heißt, ich habe jetzt auch noch für 10 Treppen quasi Material. Aus Metallmaterial vorgesorgt, weil wir brauchen ja Eingangstreppen, eventuell auch Steigetreppen, ne? Die sollten ja alle aus hochwertigem Material sein. Ja. So. Ey, da hast du noch etwas zum Brüchen. Ja, das war die, das war meine Testtreppe. Ah, okay. So, jetzt geht's an Mauern. So, Türen brauchen wir sicher auch 10. Da brauchen wir 10, erstmal 10 Holzbretter. Ich habe noch, also brauchen wir Ziegel. Haben wir. Benzin haben wir fast keine. Freunde, Benzin. 10 Seile. Ja, da müssen wir in eine Stadt rein noch. Ja, das, da werden wir nicht viel kriegen, gell? Haben wir letztes Mal schon probiert. Ja, wir haben aber immerhin etwas gekriegt. Ja. Also wenn ihr könnt, rein in die Stadt und Benzin holen. So, Eisenplatten. Werde ich mal... Komme ich jetzt noch mit hin dafür das? Also müssen wir wieder runter... Ich will da nicht reinjagen, aber ich sag's mal. Zehnmal Holz. Haben wir auch. Bin ich fertig, ja. Hier geht's auch runter. Dann hab ich da schon mal alles für. Okay. Zehnmal Beton. Holt da mal Knochen und so weiter hin? Oben ist jetzt eine Kiste für Beton, für Knochen und so weiter. Okay. Fell. So, nochmal 10-mal Zement. Oder la? 10-mal. Stein. Dann machen wir die 700 auch tun. Ich brauche mal wieder Äste. Aber keine Angst. Äste haben wir noch genug. Nee, Äste haben wir genug. Ja, Äste haben wir auf jeden Fall genug. Wird man 2, 3, 4 haben. So, die Base schaut ganz gut aus. Wenn man nur von unten, aber dann noch 20 Steine, dann haben wir 30, die haben wir auf jeden Fall auch noch. Metallplatten, die hatten wir auch noch. Gummiringe haben wir auch. Nägel haben wir. Eine. Nochmal 20 nötig. Okay. Hast du ihn gefangen? Klar. Aber runter in die Stadt, glaube ich. Da ist noch Eisen. Boah, die Materialkiste ist jetzt richtig fett voll. Hm? Da, ja. Die Materialkiste unter der Treppe wird gerade richtig fett voll. Ja, ja, genau. So, jetzt brauche ich Eisenerz. Habe ich noch ein paar rein dann?
So, 30 Nägel brauche ich wieder. Okay, hast du noch welche reingetan? Okay. Ja, boah, ich weiß nicht, wie viel gehabt habe, aber ich weiß nicht, gefahren habe jetzt. Nee, ist egal. Ist gut. Vielleicht reicht es ja für die Türen jetzt schon wieder. Bist du da runter? Da unten ist eigentlich Ende der Karte. Was war das? Ist. Eisen sammeln. So, 30 Nägel. Ja, ach, ein Zombie. Was? 30 Plastik, 30 Eisendraht. Oh, fehlt uns 6. Komm, spring den Berg runter. Ja, so, jetzt guck, wie du wieder hochkommst, scheiß Zombie. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt in die Richtung irgendwie in diese Richtung laufen. Ach, da kommt er ja wieder. So. Metallplatten. Echt? So. Geradeaus ist auch noch Eisen. Also ich würde mal sagen, erstmal beende ich die Folge und dann gehe ich euch suchen, wo ihr seid auf der Karte, weil ich muss mal Eisen holen kommen, ne? Wir sind auf der anderen Seite von der Karte. Es ist zweit. Brauchst du höchstens. Weil wir müssen uns ja auch langsam zurückbewegen, ne? Ja. Ja, weil eigentlich ist die Folge jetzt hier schon zu Ende, ja. Also von daher, ich denke mal, wenn ihr jetzt sagt, ihr kommt auf einen geraden Weg zurück, dann würde ich sagen, mache ich jetzt auch keine Folge mehr an und verabschiede mich auf jeden Fall. Wir kommen quasi jetzt auf den Weg zurück. Mhm. Okay. Wenn wir Eisen finden, nehmen wir jetzt noch Eisen noch mit, aber... Okay. Jetzt haben wir noch keinen gefunden, weil wir zu weit von der Stadt waren. Dann danke ich allen Zuschauern fürs Zuschauen. Ich gehe den beiden jetzt noch entgegen. Guck, dass ich denen ein bisschen Eisen abnehme quasi, damit ich noch zu Ende produzieren kann. Und ansonsten war es das für heute. Schaltet morgen wieder ein, denn dann gibt es definitiv die erste Folge. Ja, da werde ich noch Material für Wände bauen müssen, denke ich. Und vielleicht werden wir dann auch in die Stadt gehen. Na, wird was knapp, aber vielleicht gehen wir auch in die Stadt und bauen dann schon mal ein paar Fundamente oder so. Mal sehen. Was morgen ansteht, ne? Aber spätestens dann nach Nacht 34 werden wir das auf jeden Fall tun. Und ich denke, ihr seid da genauso gespannt wie ich, nein, wie so eine Base in der Stadt dann funktioniert. Ob das dann schwerer wird oder wie, ne? Oder eigentlich nicht anders, als wenn man außerhalb der Stadt baut. Also von daher wird interessant, ne? Ja. Gut, bis dann, Leute. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Mit... Power.